Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Ja, auch hier wieder ein Bonusvideo am Sonntag für euch, denn ich war heute auf dem Flohmarkt mit Freundinnen von mir und ihr seht schon, ich habe ein Blümchen im Haar. Dieses Blümchen im Haar wollte unbedingt mit mir mit. Die ehemaligen Besitzerinnen haben gesagt, das muss ich unbedingt haben, das passt so gut zu meinem Outfit. Und dieses Blümchen für die Haare kann ich mir auch in der Tasche machen. Das hat 50 Cent gekostet und sie haben gesagt, die muss unbedingt zu dir. Also habe ich sie mitgenommen. Ich klemme sie mal hier ans Tüchlein dran. Dann habe ich sie immer im Blick. Ja, ich zeige euch meine Flohmarktausbeute. Es sind 1, 2, 3, 4 Taschen voller Zeug. Ich habe Gönnung betrieben. Ich habe insgesamt unter 45 Euro bezahlt für alles, was ihr gleich seht. Ich habe super Preise ausgehandelt. Ich habe nicht zu doll gehandelt, aber auch nicht zu wenig. Ich bin mit allem zufrieden. Es gab nur eine kleine Tasche, die war ungefähr so groß. Die war Holo Glitzer und da stand Essentials drauf. Und die hätte ich gern gehabt. Aber die Frau war so unfreundlich zu mir und wollte überhaupt nicht handeln, gar nicht. Sie ist nicht 1 Cent runtergegangen von ihrem Preis, dass ich gesagt habe, okay, dann soll das nicht sein. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich hätte die Tasche gerne gehabt, aber egal. Es gibt immer dieses eine Teil, was man gerne gehabt hätte und dann ist es entweder schon weg oder es ist zu teuer oder die Verkäuferin ist unfreundlich und ich war dann noch zu stolz, nochmal hinzugehen am Schluss und die Tasche doch noch zu holen, weil ich so dachte, nee, das gönne ich jetzt nicht, den Triumph. Naja, egal, ich zeige euch, was mit durfte. Ganz am Anfang, das ist jetzt nicht chronologisch, aber ganz am Anfang habe ich dieses kleine Kaktus Figürchen Kakteen in der Badewanne gesehen und das musste ich mitnehmen. 50 Cent habe ich dafür bezahlt. Die finde ich einfach so süß. So als Deko. Das ist auch so Keramik, würde ich sagen. Und die sind einfach zuckersüß. Die Deko-Kakteen, die mussten auf jeden Fall mit. Und ich habe ein Katzenhaar im Gesicht. Super. Mal was ganz Neues. Dann habe ich von meiner Schwägerin gekauft diesen kleinen Dino hier. Dann ist mir aber leider aufgefallen, der ist blau. Und sie mag die Farbe blau nicht. Also so gar nicht, gar nicht. Und der ist ganz weich und total neu und unbespielt und hat hier einen Reißverschluss, wo man die Füllung rausnehmen kann. Und der bleibt bei uns, denn er ist blau und sie will ihn dann bestimmt nicht haben und ich habe ihn schon adoptiert und habe ihn ganz toll lieb und deswegen, der bleibt bei uns. Ich habe Herrn Muffin schon darüber informiert, dass wir jetzt einen Stoff-Dino haben. Der hat nur 1 Euro gekostet, der musste mit. Dann habe ich auch für 1 Euro gekauft einen Apfelschneider. Herr Muffin hat mich darüber informiert, dass wir einen Apfelschneider haben. Das habe ich aber vergessen und dachte, ich bringe mal einen mit. Was Praktisches für den Haushalt. Hier ist auch beschrieben, wie das funktioniert. Und ja, genau, ein Apfelschneider, auch der durfte mit. Dann habe ich auch für 1 Euro, glaube ich, gekauft. Oder für 1,50, ist auch egal. It's never too late for chocolate. Diese tolle Tasse hier. Die ist schön groß. Die ist fast so groß wie mein Kopf. Da kann man auch Müsli draus essen oder Kaffee draus trinken oder heiße Schokolade oder Suppe oder so mit einem Henkel. Die durfte auch mit und die ist von Depot. Also die hat mal richtig Geld gekostet, glaube ich. Ja, ich habe wie gesagt, glaube ich, 1 Euro dafür bezahlt. Irgendwie sowas. Die durfte mit. Dann haben wir etwas Großes. Ich habe 1,50, glaube ich, bezahlt. Fragt mich nicht, was mich geritten hat. Aber dieser rosane Frosch mit der goldenen Krone und den roten Fingernägeln, der musste einfach mit. Ist der nicht super? Der passt auch voll zu meinem Outfit.
Ich liebe ihn. Der ist hohl. Ist einfach nur Deko. Ist auch keine Spardose oder so. Ist, denke ich mal, auch so Keramik. Und ich glaube, 1,50 oder 2 Euro hat der gekostet. Ich glaube, 1,50. Ich habe sie runtergehandelt. Und der musste einfach sein. Ich weiß nicht, warum. Ich stelle ihn mit tollem Bart vor. Der Kaktus und der Frosch, die ziehen im Bart ein, glaube ich. So, dann hat sie mir noch Verpackungsmaterial mitgegeben. Dann wollte ich eigentlich nur einen kaufen, aber die Verkäuferin hat gesagt, es ist ein Set. Also mussten sie alle mit. Ich wollte nur den Laboe haben, um Herrn Muffin zu ärgern. Jetzt habe ich Friedrichstadt Eider am Markt, Schleswig und Marine Ehrendenkmal Laboe, 3 Eierbecher für 1,50. Also 50 Cent pro Eierbecher mit Goldrand. Hier, ich zeige euch mal den, den ich eigentlich nur kaufen wollte. Hier Laboe, das ist bei uns um die Ecke. Und in Kiel sagt man, Laboe ist fällig. Vielleicht habt ihr die Doku auch mal gesehen. Ja, dann haben wir noch Schleswig. Auch eine schöne Stadt. Und Friedrichstadt, da war ich noch nicht. Ja, die 3 Eierbecher für jeweils 50 Cent im Set 1,50. Die durften auch mit. Ich weiß nicht warum, irgendwie wollte ich die haben. Hier weiß ich ganz genau, warum ich es haben wollte. Von IKEA. Kann man das abmachen? Nö. Von IKEA, Made in India. Einmal so ein dekoratives Teil, wo man halt einen Teelichthalter draufstellen kann. Und ich habe mir ja von... Ach, das habt ihr noch gar nicht gesehen in TK Maxx Hall, oder? Doch, doch, habt ihr schon gesehen, oder? Ach, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir bei TK Maxx ein wunderschönes Teelichtglas in Form einer Blume gekauft. Und das ist, die steht jetzt auf einer Kerze, auf einer anderen. Und aber auf diesem Ständer würde die super rauskommen. Und der hat 1 Euro gekostet. Der ist, entweder ist das, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, aber es ist auf jeden Fall sehr kalt. Und ja, dieser wunderbare Dekoständer, der durfte auch mit. Den tue ich mal wieder hier rein. Und mein Highlight aus dieser Tüte. Hier ruht mein letzter Notgroschen. Für 1 Euro diese Didelmaus. Diese Didelmaus-Schatztruhe. Unbespielt. 1 Euro hat sie dafür nur gewollt. Mit dem Originalschlüssel. Und warum auch immer einem Delfin hinten drauf. Und das ist noch mit Original. Es ist einfach im Originalzustand. Hier steht, lieber Diddle-Schatztruhenbesitzer, die beigefügten Sprücheaufkleber kannst du gerne nach Lust und Laune auf das goldene Schild des Schatztruhendeckels kleben. Da, wo die Vertiefung ist. Aha. Oder du schreibst mit einem Filzstift deinen Namen in dieses Feld. Oh, zum Glück haben sie das nicht gemacht. Und damit dieser nicht weggewischt werden kann, klebst du einfach einen der Versiegelungsaufkleber darüber. Dann weiß jeder, wem der Diddle-Schatz gehört. Viel Spaß, wünscht dir Diddle. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Und die ist so lila. Und ist da was drin? Nein. Aber ist die nicht toll? Oh Gott, ich lieb's ganz doll. Da kommen unsere Spartes rein. Für einen Urlaub. Ach, ich freue mich so doll. So eine tolle Spardose. So, das war Tüte Nummer 1. Das war ja schon der Hammer. Das war ja schon der Hammer in Tüten. Jetzt kommen wir zu Tasche Nummer 2. Diese Tasche habe ich für 1,50 oder 2 Euro erstanden. Und die erinnert mich so ein bisschen an Hüpferli-Segel.
falls ihr das noch kennt. Und die wollte ich unbedingt haben. Toller Reißverschluss, super geräumig. Und da ist natürlich auch was drin. Und für die Socken habe ich bezahlt 50 Cent. Und da sind Katzen drauf. Ich weiß noch nicht, wer die kriegt. Entweder Herr Muffin oder die liebe Make-up-Mieze. Das überlege ich noch, weil ich glaube, für Herrn Muffin sind die zu klein. Also wenn Frau Make-up-Mieze Bock auf neue Socken hat, ich hätte hier welche. Ich glaube, die sind Herrn Muffin zu klein. Und Frau Make-up-Mieze hat kleinere Füße als Herr Muffin. Und diese Tasche hier, total random, aber irgendwie hat die mich angesprochen. Die ist auch noch unbenutzt. Velvet Smooth steht da drauf. So sieht die aus. So eine, die ist von Scholl. Also war mal ein Werbegeschenk. Aber super Aufteilung, schön geräumig. Hier unbenutzt, riecht auch neu. Hier mit einem großen Fach, hier zwei kleinere Fächer. Sehr, sehr cool. Ja, finde ich schön mit den Vögelchen und den Blumen. Blau-grün finde ich auch schön. Also, das war die Tasche. So, noch eine Tasche. Die ist schön. Ist auch ein bisschen holo. Die habe ich direkt gekauft, nachdem ich bei der Frau war, die so unfreundlich zu mir war. Die ist von Manu, sagt mir nichts. Ist auch eine Kosmetiktasche mit innen so einem Reißverschlussfach. Hier noch zwei Fächer. Und so ein abwischbares Material. Und die hat 1 Euro gekostet. Riecht ein bisschen muffig, aber das erledigt sich. Wenn die ein bisschen jetzt nicht mehr im Keller steht, dann wird die ganz schnell normal riechen. Und die fand ich sehr, sehr schön. Die durfte mit. Dann eine Jacke von Adidas. In der Größe 2XL, 50-52, in dunkelblau, so eine Trainingsjacke. Die geht leider nicht ganz zu. Ich brauche ja 3XL oder 4XL sogar, wegen den Boobies, wegen Le Bobage, wegen meinem Vorbau. Aber diese Jacke ist so gut wie neu und ich habe dafür 3,50 Euro bezahlt. Und die hat sogar Taschen und die sieht richtig gut aus, haben die Mädels gesagt. Und ja, eine echte Adidas für 3,50. Ich war geschockt. Sie sagte, sie will eigentlich 5 Euro dafür haben, aber wir haben uns bei 3,50 geeinigt. Und ja, sie war sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Und ich freue mich ganz doll über die Jacke. Die kann Herr Muffin auch anziehen. Die wird ein bisschen zu groß sein, aber das macht nichts, wenn wir zu Hause sind. Da wollte ich noch Batterien reintun. Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte, bevor ich das Video starte. Habe ich vergessen. Aber guckt euch den an. Der ist dann beleuchtet. Ich mache mal meine Bommels ab. Aha, er passt. Gerade so. Drückt ein bisschen, aber für ein Video, wenn die Schleife jetzt noch an ist, ich sterbe. Wie geil ist das? 50 Cent. 50 Cent hat die gekostet. Der gekostet, der Haarreif. 50 Cent hat auch dieses hier gekostet. Ich habe Herrn Muffin einen Hund mitgebracht. Fragt mich nicht. Aber irgendwie fand ich den so süß. Und für 50 Cent. Den kann man auch, das kann man auch ausziehen, das Kleidchen. Aber ich finde das mit dem Kleidchen voll süß. Und der musste einfach mit. Der kommt zu dem Dino. Dann ist er nicht so alleine. Apropos Haarreifen. Für 1 Euro
Ich habe ja Frau Make-up-Mieze meine Katzenohren geschenkt, weil der Haarreif die Katzenohren so gedrückt haben, dass ich nach 5 Minuten so Kopfschmerzen hatte, dass ich gesagt habe, nimm das Horrorfolterinstrument unbedingt, nimm es bitte, nimm es. Und habe mir jetzt diese Katzenohren hier aus Spitze zugelegt, die man kaum sieht. So, jetzt. Ich bin zwar nicht die Mieze, aber auch ich habe mal Katzenohren-Momente in meinem Leben. Und jetzt habe ich welche mit Spitze. Mal gucken, wie lange die bei mir bleiben. Der drückt nämlich auch schon ganz schön doll. Mal gucken, wie lange der bei mir bleibt. Sonst weiß ich ja, wem ich die schenken kann. 1 Euro, wie gesagt. 1 Euro. Das kriegst du nicht mal bei Amazon so günstig. Ich hatte richtig Glück. Denn auch dieser kleine Freund durfte mir für 1 Euro bei mir einziehen. Und der ist einfach wie neu. Wie neu. Mit dem kleinen, die kleine Frisur und der türkisen Hose und das Schwänzchen und hier noch das Branding. Ist der nicht? Ich habe ja eine Lütte mit rosa Kleid hier sitzen, die hat mir die Make-up-Mieze geschenkt, eine kleine Diddelmaus. Und jetzt hatte ich mal Glück und habe selber eine gefunden für 1 Euro. Oh mein Gott. Oh, ich hatte so Glück. Der riecht auch nicht. Gar nichts. Oh, so süß. So süß wie du. Kann kein Karamellbonbon sein. Ist der nicht süß? Ich liebe ihn, den kleinen Diddle-Freund. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben noch mehr. Ich habe dann noch dieses hier gefunden. Ich dachte, ich habe ja einen blauen Dino gekauft. Und dann habe ich den hier noch gefunden. Der ist lila. Vielleicht möchte sie den ja haben. Also falls du zuschaust, liebe Schwägerin, möchtest du diesen Dino haben? Ich behalte ihn auch, aber der hat rosa Glitzeraugen. Der passt eigentlich super gut bei euch rein. Musst du mal Bescheid sagen. Genau. Aber der ist auch super cute. Den würde ich auch behalten. Aber ich verschenke ihn auch gerne. Denn geben ist seliger denn nehmen. Und Shampoo für 50 Cent, ihr kennt mich. Ich habe dieses Shampoo hier, Volumen-Shampoo mit Acai-Beeren und Acerola. Überwältigende Fülle, Lifting-Effekt, 50 Cent. Das kostet, wenn du das bei DM kaufst, glaube ich 3,95. Und ich habe 50 Cent bezahlt. Das ist der Schnapp des Tages. Ups, da geht der kleine Dino stiften. Der Schnapp des Tages ist das, auf jeden Fall. Dann hatte ich noch Bilderrahmen entdeckt. 50 Cent hat der, glaube ich, gekostet. Ich meine, ja. 50 Cent für einen Top-Bilderrahmen. Ich liebe Bilderrahmen. Ich liebe es, Postkarten einzurahmen. Ich finde das, zum Beispiel diese Postkarte könnte man da reinmachen. Die habe ich von einer lieben Abonnentin geschickt bekommen vor nicht ganz so langer Zeit. Das sieht doch super aus, wenn ich das noch ein bisschen zurecht bastle. Ich kann das ja gerade mal, wir haben ja Zeit, ne? Ihr habt Zeit, ich habe Zeit. Und ich gucke mal, ob ich das da hier so spontan reingebastelt kriege. Ja. Die Scheibe ist ein bisschen staubig, aber das macht ja nichts. So. Upsala. So. Deckel wieder drauf. Einmal wieder zu die Scharniere. Falls du gerade zusiehst, hör nie auf zu träumen. Das werde ich mir jetzt irgendwo hier aufhängen. Weil das passt hier super an meine Wand. Ich habe hier auch noch einen Nagel. DIY mit Mrs. Muffin. Ja, das ist schon mal eine sehr erfreuliche Sache. Dann habe ich noch dieses schöne Bilderrahmen mit Bild. Das Bild habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur den Rahmen gesehen und dachte mir, ja. Und für 1,50 durfte der bei mir einziehen. Den muss ich nochmal abwischen. Aber es ist auch ein süßes Bild mit dem Vogel. Der durfte auch mit. Voll mein Style hier. Schön aus Plastik. Geil. Lieb ich.
war auch nicht so teuer, war relativ am Anfang. Da war ich noch ein bisschen verhalten und meinte so, ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben will. Und sie so, doch, 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 nimm das mit, nimm das mit. Und eigentlich wollte sie 3 Euro und dann habe ich 1,50 bezahlt. Dann habe ich für die liebe Make-up-Mieze noch was gekauft. Sie braucht nämlich noch eine Lampe und diese IKEA-Lampe, die gibt es nicht mehr bei IKEA. Und das ist die, die heißt... Wie heißt die denn nochmal? Jansjö. Jansjö ist das. Das ist so eine Lampe. Halt. Ja, ist halt eine Lampe. So eine Klemmlampe. Und die ist Roségold. Und ich so, und ich habe ihr eine Stehlampe mitgegeben, weil sie sonst keine gehabt hätte. Weil ich die noch hatte als Backup. Weil ich damit früher ja meine Videos ausgeleuchtet habe. Jetzt habe ich ja seit. Wie lange habe ich jetzt die Softbox? 6 Jahre oder so. Und die leuchtet immer noch. Und jetzt habe ich ja das Ringlicht noch dazu. Und so eine Lampe brauche ich nicht mehr. Aber Frau Make-up-Mieze braucht eine. Und ich finde, in Roségold ist super geil. Und ich denke auch, dass die funktionstüchtig ist. Wenn nicht, dann habe ich... Was habe ich auch bezahlt? Was habe ich bezahlt? Ich glaube, für 3 Euro habe ich die gekauft. Oh, mein Akku schwächelt. Shit. Ja. 3 Euro, die Lampe, geht auch zu Frau Make-up-Mieze. Dann, das war mein erster Kauf heute. Ein Einhornspiegel zum Hinstellen. 1,50 Euro. 1,50 Euro. Oder 2,50 Euro. Nee. Doch, 2,50. 2,50 hat der gekostet. Aber auch, das ist ein absoluter Schnapper. Das ist ein normaler Spiegel. Und wenn man den dreht, ist es mega vergrößert. Will ich das überhaupt so genau wissen? Ich habe da noch einen Fleck vom Mittagessen. Wunderbar. Aber sonst... Ich verschwinde mal kurz hinter dem Spiegel. Sonst geht's eigentlich. Aber ist der nicht süß? Ah, der musste unbedingt sein. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich den hinstelle, aber ich liebe ihn. Und was ich auch liebe, das sollte eigentlich 5 Euro kosten, ist von Speedsberg. Sagt mir nichts. Dieses Deko-Teil hier, da kann man auch eine Kerze draufstellen. Passt gar nicht ins Bild. Ja, da sind kleine Vögelchen dran. Und es ist pink und ich wollte es einfach haben. Und habe es mir dann schlussendlich für 3 Euro, glaube ich, gekauft. Das war die zweite Tasche. Nee, die dritte Tasche schon. Die dritte Tasche. Wir kommen zur letzten Tasche. Sehr gut. Der Akku schwächelt sowieso. Also kommen wir zur letzten Tasche. Sind auch nur noch 3 Teile. Dafür aber große Teile. Ich habe mir einen Bilderrahmen gekauft. Ich weiß zwar noch nicht, was für Bilder ich da reinmachen will. Wahrscheinlich Familie und Freunde. Aber seht ihr, dass das ein Herz ist? Ja, kann man erkennen. Das ist ein Herz aus so Presspappe, Pressholz. Und da sind auch schöne Fotos drin. Aber ja, es ist riesig. Ich habe es über den halben Flohmarkt geschleppt. Es ist nicht schwer, aber riesig, unhandlich. Und aber da werde ich ganz viele schöne Bilder reinmachen und vielleicht im Flur aufhängen. Ich habe ja im Flur Einzelrahmen. Vielleicht nehme ich die Bilder aus dem Flur und pack die hier rein, weil dann habe ich alle meine Lieben in diesem Herz vereint. Das könnte ich heute eigentlich noch machen oder morgen. Ich habe morgen frei. Und ja, heute ist Sonntag, der Mai. Ich weiß gerade nicht, der wievielte Mai heute ist. Ich glaube, ist heute nicht der 6. Mai? Ich habe mein Handy gerade nicht da, ich weiß es nicht. Ja, dann diese Tasche für... Ich glaube,
1,50 oder 2 Euro in Roségold. Ich liebe sie. Und das letzte Teil, ein Bild fürs Bad, habe ich das hier gekauft für, ich glaube, 1,50 Euro. Dieses wunderschöne Feng Shui-Bild, was ich total liebe. Und ja, damit sage ich vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Bild beruhigt euch ein bisschen, falls ihr euch aufgeregt habt. Wie kann sie nur so viel Zeug kaufen? Ja, wenn es so günstig ist, sorry. Sorry, not sorry. Ich liebe jedes Teil, was ich gekauft habe. Ich mache jetzt gleich mal Batterien in den Haarreif und dann schauen wir mal. Vielleicht drehe ich noch einen Short oder so mit dem Haarreif. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünscht euch die Muffin-Mieze alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!